Hallo Leute, willkommen zurück hier in Kingdom Hearts Chain of Memories! Hier ist die letzte Tür anscheinend, die 99 kostet und das Schlussschwert. Doch bevor ich die aufmache, schauen wir nach, was wir in den letzten Welten so bekommen, durch die Tür der Belohnung. Tja, das werden sehr viele Schnitte werden, ne? Oh, hier im Monster Town bekommt man die Frostfontäne. Ich glaube, die anderen Welten habe ich schon, weil da habe ich nur Schlüsselanhänger bekommen. Ja, nichts Besonderes, aber die Frostfontäne hier, schauen wir mal an, was das ist und wie man das ausführt. Na, Vorerstpunkt habe ich auch schon, also stimmt, habe ich noch nicht ausgeführt. Die Frostfontäne bespritzt deine Gegner für einen bestimmten Zeitraum mit geschmolzenem Eis. Was? Ja, Eis, Feuer, Aero braucht man dafür. Schauen wir uns das mal an. Eis, Feuer, Aero. Ich will das nur was mal zeigen hier. So, nicht wundern, dass ich die Decks hier irgendwie immer wieder vermische. Eis, Feuer, Aero. Mhm. So, ich weiß, war das auch relativ schwach, aber schauen wir mal. In einen Kampf. Ich glaube, die Technik habe ich auch nie ausgeführt, weil ja, ich weiß nicht, sie hat mich nie interessiert. Schauen wir uns das mal an. Eis, Feuer und Frostfontäne! Ja, nix für Weltbild geht das jetzt, ne? Hier ist die Tür in Halloween Town, die kostet 20 Rot. Ob ich das noch hinkriege? Schauen wir mal. 11 sind 8. Ich habe noch mal 3, habe ich. Gut, dann kann ich noch zahlen. Wird langsam knapp mit dem Preis hier. Hat man halt davon, wenn man so wenig Karten hat, ne? Gut, was bekommt man hier in Halloween Town? In der besonderen Tür? Gravitas-Klinge! Oh, die ist ziemlich interessant. Hoppla, falsche Taste. Gravitas-Schwert und Schwert, würde ich sagen, ist das. Und Moment, das war... War das wirklich hier in der Magie? Ach, okay, doch. Schleudere das Schlüsselschwert nach vorne und entfessle einen Gravitas. Ist so wie die Blitzklinge, nur mit Gravitas. Kurz mal das Set dafür verwalten. Ah, ja, damit ihr mal seht, wo das ist. Hab ein bisschen rumgesucht, da findet man es schon. Kein Problem. Gut, weil hier schon Gravitas im Deck ist, nehme ich mal direkt das Deck. Brauche ich nicht viel umstellen. So. Schauen wir uns mal die Gravitas-Klinge an. Soweit ich weiß, war die gar nicht so stark. Ich finde Gravitas besser. Weil das einfach auf mehr geht. Und Gravitas-Klinge, ja, ist halt Gravitas-Klinge. Ist nett, ne? Ich finde es jetzt nicht so toll. So, die Tür in Atlantica, die kostet 30. Das ist relativ billig noch. Und ich habe noch ein paar Murke-Karten, ne? Jojo, kein Stress. 16. 4x4. Kriege ich das hin? 4, 4, 4 und noch eine 4? Ja, kriege ich hin. Passt. Gut, schauen wir mal, was wir hier in Atlantik bekommen. Durch die Schlüsselbelohnung-Karte. Hier bekommt man ein Aero. Habe ich das schon, oder? Kann sein. Also manche Türen sind schon sehr dreist mit den Preisen, ne? 15 im Blau. Habe ich noch eine blaue 7? Nein, habe ich nicht. Das muss ich jetzt anders machen. 3 und 4. So, was haben wir hier auf Peter Pans Welt? Oder auf dem Schiffchen? Das ist ja keine Welt. Und damit ihr seht, wo da die Tür ist, die war ziemlich fies. Ich dachte, die ist da hinten. Aber nein. Da ist der Ausgang und gleich daneben ist die Tür. Aber die kann man nicht ausmachen, da muss man außen rumgehen. Ah, ich hasse sowas. Da drin ist Naseweiß. Die haben wir schon zwar, aber hier bekommt man sie nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich alle. So, sollte ich irgendeine besondere Karte vergessen haben, im LP oder jetzt hier, bei diesen Ausgewählten, bitte in die Kommentare schreiben, damit ich das nachholen kann. Denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mal kurzerhand das Spiel gespeichert vorhin und hier jetzt wieder geladen, weil sonst müsste ich das ganze Schlösschen hier nochmal durchlaufen und darauf... Nein, danke. So, hier ist die Tür, die 99 kostet. Ich habe die Karte, die ich gerade ausgegeben habe, wieder alle. Moment, bevor ich die durchgehe, nochmal schnell das Deck verändern. Das mache ich kurz nebenbei. Moment, dauert nicht lange. Kann es sein, dass ich die Schattenbrennkarte nicht erklärt habe, Leute? Kann sein. Kopiert die gegenwärtige gegnerische Karte, aber nur von Wert her. Die kostet 99 Kartenpunkte.
Wenn ihr mich fragt, ist es das nicht wert. Also ernsthaft, wozu? Keine Ahnung, Leute, das ist für mein Verhältnis viel zu teuer. Wie ihr seht, habe ich noch ein paar Punkte frei. 39, genau zu sein. Laxen ist auch ziemlich cool. Erhöht Zoras Laufgeschwindigkeit. Ist ziemlich nett. Das ist nämlich nach einer Zeit, nach ein paar Minuten ist das wieder vorbei. Also es geht nach Zeit und nicht nach Karten. Sehr interessant, was ich hier auch noch alles frei habe. So, was kann ich jetzt noch reintun, was ich gebrauchen könnte? Lass mal sehen. Maritim, Goldkarte, eventuell. Also ich habe jetzt ein Deck, was einen Haufen Angriff hat. Mindestens C+, und es ist sehr klein, das Deck. 29 Karten hat das nur. Das ist wirklich sehr klein. Dafür sind allerdings die Angriffskarten sehr, sehr stark. Also ich sollte es nicht unterschätzen. Also ich nehme hier mal Kukurbita und noch etwas mit. Und ich habe 3-0 im Deck. Das müsste doch reichen. Wie gesagt, das Deck ist sehr klein. Das ist eines der kleinsten, die ich jemals gemacht habe, glaube ich. Und ja, ihr seht es. Schauen wir mal das an. Also, hier haben wir mal Memoir. Sehr viel davon. Mit Angriff A, Schlag, Tempo C. Das Deck ist nur auf Angriff aufgebaut. Dann haben wir hier Feenhafe mit C+. Nochmal A, Centifol mit B. Also, es ist hier alles dabei. A, B und C+. Das Niedrigste, was in dem Deck drin ist, ist einmal Kukurbita, weil es billig ist halt und weil es eine goldene Karte ist. Auf Kompass habe ich das Deck jetzt nicht aufgebaut, das würde ich euch auch nicht empfehlen. Ist nicht so gut, finde ich, nächsten Kampf mit Kompass zu bestreiten. Gut, habe ich das jetzt geschafft und jetzt heißt es... Bezahl die Tür! 99. Okay, fangen wir mal an. Von oben nach unten. Ein paar Karten will ich noch behalten. Ich habe noch so viele Muckelkarten, ne? Ja, da kann ich alles weg. Alles weg. 39 noch. Schauen wir mal. 23, 17. Langsam sollte ich vielleicht rechnen anfangen. 8. Oh, perfekt. war geplant. Hust. Hust, genau. Schauen wir rein. In den Schlüssel anbeginnt. Hier in Castle Oblivion. Ist dies die letzte Tür? Laxen hat ihren Preis für fehlende Loyalität gezahlt. Jetzt bist du dran, Maluxia! Im Namen der Organisation, dein Leben endet hier! Na los, schlag zu! Was soll das? Glaubst du, kannst mich abhalten, indem du dich hinter Namini versteckst? Falsch gedacht, dein kleines Maskottchen kann dir im Jenseits Geschäft was leisten. Wow. Leb wohl, Maluxia! Ich glaube nicht. Hast du das gehört, Sarah? Hä? Axel ist bereit, Namin zu verlassen, nur um an mich zu kommen. Vernichte ihn! Tja, Sora, Malux hat dich also doch zu seiner Marionette gemacht. Niemals! Wenn ich mit dir fertig bin, ist er dran! Hör zu, Sora, wir haben mehr Gemeinde, als du denkst. Ich will lieber nicht gegen dich kämpfen. Aber ich muss mich meines Berufs würdig erweisen! Gegen Axel, und diesmal ist er viel härter als beim ersten Mal. Das sehen wir schon mal an seiner Feuerwand hier. So, los geht's! Yay! Und wow, Angriff ist wirklich sehr stark. Er hat keine Exil noch verbraucht. Finde ich gut. Dann kann er es später nicht gebrauchen. So. Er hat ein paar Angriffe drauf, die sind sehr stark. Die sollte man sofort wegmachen. Zum Beispiel die Feuerwand hier. Die kann man zwar ausweichen, aber trotzdem aufpassen. Und er hat sehr schnelle Angriffe drauf. Und natürlich auch den Pyromanen. Das ist der Feuer... Ding. Genau, der Feuerding. Genau so würde ich sagen. Achtung! Also die Feuerwand kann man wirklich sehr leicht ausweichen. Da müsst ihr einfach im richtigen Moment zweimal nach rechts drücken. Dann habt ihr es. Jetzt hat er... Karten sind ziemlich hoch, also. Und ich mache mir noch neben den Combo rein. Bam! Zack! Da kommt mit der Null an. Gestochen! Au. Was? Ich blinke schon? Was soll das? Was soll denn das? Tja. Die zwei Kugeln da, wenn die euch treffen,
sage ich viel Spaß beim Aushalten, denn die machen viel Schaden. Mit viel meine ich viel. So, er stockt gerade nach, das heißt, ich kann voll drauf gehen! Yay! Autsch! Autsch. Ey, Feuerwand macht jetzt nicht so viel Schaden. Sonst könnte man das nicht unterschätzen. Ja, er macht nur den Feuerwand. Das Coole an der Feuerwand ist, da könnt ihr euch Zeit lassen. Also stellt euch ein bisschen her und wartet einfach, bis ihr sie countern könnt. So, jetzt kommen die zwei Feuerbälle. Das Gute ist, der Axel hat ein sehr großes Deck. Das heißt, es wird ein ziemlich spannender Kampf werden. Ja, während die Feuerwand so herkommt, kann man sich ruhig aufladen. Ich will sogar nochmal hier aufladen. Die tut euch nichts. Die kommt einfach langsam an euch ran. Da müsst ihr einfach abwarten. Im richtigen Moment ausweichen. Richtig witzig, finde ich. So, ich mache hier mal Donald und Goofy hoch. Am besten liegt eine hohe Karte. Ja, eine 6 reicht, glaube ich. Dann habe ich nämlich das Triogramm und wenn ich das auslöse, dann bekommt der Axel schön Schaden. Das Gute an Triogramm ist, es geht auch auf Bossgegner ohne weiteres. Ich bin rausgewichen. Oh, pass auf! Autsch. Ja. Sehen wir das auch mal, was passiert, wenn man besiegt wird. Man kommt ganz dorthin, wo man vorher war. Alter, der ist ja richtig hart, der Axel. Also der hat sehr große Karten. Da heißt es eigentlich überlegen, ob sich das auszahlt, da Malefiz zu nehmen. Die kostet nämlich 70 Kartenpunkte. Und wie du hast, ich tue sie jetzt mal raus. Und tue dafür was anderes rein, zum Beispiel Jafar, dann kann er mich nicht mehr stechen. Ich probiere das mal aus. Die Tür ist offen, ich brauche nicht nochmal zahlen. Also rein da. Das Böse ist halt, dass die ganze Szene hier nochmal ist. Die habe ich jetzt wirklich mal kurz geschnitten. Los geht's, zweiter Versuch. Und diesmal kannst du mich nicht stechen. Zumindest nicht für 20 Angriffe. Das hält wohl nicht lange. Au, wenn man in der Ecke ist, ist das ziemlich böse. Er hat einen netten Angriff drauf, der. Here.
Ich hab grad gemerkt, der heilt sich durch das Löwenherz. Das ist böse. Und so weg damit. Danke, Donald. Ha, so geht das. Boah. Ganz schön harter Kampf gegen Axel. Und er bekommt die Axelkarte. Ist gar nicht so übel. Es hat sich offenbar gelohnt, deine Haut zu retten. Mich zu retten? Wie meinst du das? Tut mir leid, ich mag ungern die Spannung zunichte. Axel! Was er wohl damit gemeint hat, dass er so gerettet hat? Was für ein Kampf. Okay, die Axelkarte. Schauen wir uns mal kurz an, bevor ich zum wahrscheinlich letzten Part übergehe, Fragezeichen. Stehen K.O. und trotzdem Kart benutzen. Da denkt man sich zuerst, was? Aber ganz kurz gesagt, die Stichauszeit ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wenn ihr gestochen werdet und diese Karte aktiv habt, dann könnt ihr selbst dann noch Angriffskarten, also man könnte sagen, ihr seid ununterbrechbar. Ja, das ist die Kurzform davon. Gut, Leute, bis zum nächsten Part. Schauen wir an, wo geht's entlang? Hier. Ich brauche auf der Seite eine 4, auf der anderen eine 9. Oh, ich glaube, ich gehe dort rein, wo die 4 ist. Dort schauen wir nächsten Part rein. Was wird dort sein? Wir werden es erfahren.